guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma JP Performance GmbH. Das da vorne ist Armando. Hallo. Das da vorne ist der Manni. Hinter der Kamera ist niemand Geringeres als aka Mr. Secret. Wir haben eine Empfehlung bekommen von diesem Herrn, der hier so auf meinem Finger gerade sich dreht. Ja. Ja, von dem Herrn Kess. Obwohl, Kess habe ich jetzt gelernt. Kess? Alle sagen Philipp Kess, aber der heißt Kess. Letztens habe ich ihn gefragt, heißt du eigentlich so und so? Und er so, ja. Ist das ja toll. Auf jeden Fall, vielleicht sage ich es ja auch nur falsch. Wir haben eine Empfehlung bekommen für einen Freund von ihm, der sehr gut in Sachen CNC-Frästeile ist und der uns helfen kann zum Thema Schaltung für den Golf 2 Thunder Bunny. Also, wir gehen mal rüber. Ich habe die Jungs noch nie kennengelernt. Der soll aber sehr spaßig sein. Der packt immer lustige Sachen mit in seine Pakete, wenn er sie schickt. Okay. Ich spreche ihn mal drauf an gleich. Schönen guten Tag. Hi. Hallo. Wer ist denn der Lustige? Das ich bin der Lustige. Du bist der Lustige. Hi. Okay. Hi. Hallo. Okay. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Niklas. Drei. Drei. Sehr gut. Sollen wir mal gucken gehen? Gerne. Okay, dann gehen wir mal rüber rein. Das von euch? Ja, das von uns. Stehen lassen oder? Nee, am besten mitnehmen. Ich habe gerade schon berichtet, dass du gerne mal Sachen mit in die Kartons mit reinpackst. Hi. Wie kommst du da drauf? So lustige kleine Gimmicks. Gimmicks. Dingdings. Du weißt, um welches Auto es sich handelt, ne? Ich glaube, ja. Man hat gemunkelt. Man hat gemunkelt, okay. Dann wäre es dieses Kfz. Okay. Du bist ja grob im Thema, ne? Ja. Okay, also wir haben Golf 2 V6. Das Ganze an sich funktioniert auch schon. Mhm. Das einzige Thema ist, wenn du jetzt normal im Golf 3 sitzen würdest, wäre ja die Schaltkulisse von hier nach da. Genau. Nicht so geil für uns, weil wir sitzen ja jetzt vor dem Motor. Und jetzt muss ja die Geschichte irgendwie so oder irgendwie im Bogen irgendwie nach hinten kommen, dass wir irgendwie so wieder drauf kommen. Oder es gibt ein Umlenksystem, wenn das technisch geht, was ich nicht glaube. Vielleicht schon. Dass quasi jede Bewegung, die vorwärts ist, eine Rückwärtsbewegung ist. Genau. Ein Links ist ein Rechts und ein Rechts ist ein Links. Im Endeffekt ja. Dass wir, ja. Das war ein bisschen, also ich habe mir das auch erstmal, du musst dich ja erstmal reindenken. Weil volles du Mann. Denkst irgendwie komplett anders, aber letzten Endes ist es gleich. Du kannst theoretisch einen ganz normalen Shifter nehmen. Ja? Mhm. Du gehst ja nach hinten beim Shifter raus. Ich muss mich nur umorientieren, genau, dass der erste Gang hinten ist, oder? Das bleibt. Das bleibt. Das ist, hä? Ja, weil genau du, so. Weil du auch von vorne aufs Getriebe gehst. Du änderst quasi, dadurch, dass du von hinten mit den Schaltern an den Shifter gehst, änderst du die Schaltrichtung, aber du gehst ja, wenn du die Schaltseile nicht jetzt im Bogen hier rumlegst, ja, sondern von vorne dran gehst, änderst du das ja wieder. Ist das ja, so? Wir haben auch länger drüber nachgedacht, aber es ist das bedeutet also, wenn wir direkt drauf gehen würden einfach, dann ist eins, ist ja, also wenn ich nach vorne schiebe, verlängere ich den Weg. Also dann ziehe ich ihn. Du schiebst das Seil quasi rein. Ich schieb das Seil rein. Genau. Und vorher schiebst das Seil, ziehst es raus. Das heißt, der Hebel geht in dieselbe Richtung, wenn er gleich umgelenkt ist. Ja? Genau so sah sich aus. Also ich habe auch 3-4 Denkansätze gebraucht, bis es. Das möchte ich nicht. Also ist es gar nicht so kompliziert. Schon. Also wir haben es kompliziert gemacht. Ist ja auch aber cooler. Aber es ist glaube ich, cooler als. Ihr habt bestimmt was mitgebracht, ne? Wo man rauskommen können. Ich würde sagen, gucken wir mal drauf, wie das Ganze so aussieht. Warum ist sowas immer so geil? Ich weiß nicht. Aber es ist so, ne? Ja, es ist schon cool, ja. Gut, ihr macht das jeden Tag, ne? Ja, sowas jetzt nicht, ne? Nee, aber mit Aluminium arbeiten. Ja. Warum ist es denn immer wieder sexy? Sieht halt einfach nach Technik aus, ne? Das ist halt Sachen, die du halt nicht jeden Tag siehst, ne? Ja, ihr schon. Ja, für uns ist das... Ach, das ist die Umlenkgeschichte jetzt hier? Genau, wir haben es ein bisschen anders gemacht. Ah, ja, das Ding schon, das ist schon der für den. Wenn du es so haben willst, ja. Ihr seid ja von der Schnelltruppe. Ich habe gedacht, wir reden erstmal und gucken erstmal. Na, ändern können wir immer noch. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wenn das Teil jetzt so im Fahrzeug wäre, richtig? Nochmal, wenn du so sitzt, steht er so neben dir. Steht er so? Genau. Aber dann geht er die Seile rein. Hier kommt die Seile rein. So rum. Und hier wird es umgekehrt. Ach so, hier werden die eingespannt. Hier ist dein Vor-Zurück-Seil quasi. Ja, ja. Und hier sind deine Gassen an dem L-Hebel. Du schaltest ja im Betrieb nicht so weit, also sind die Wege ausgerechnet, dass er nicht umklappen kann. Okay. Weil wenn er über 90 Grad ginge, würde er ja stehen bleiben. Richtig. Dann wäre keine Bewegung mehr. Das wäre doof. Das bedeutet also, die ganze Magic ist eigentlich das Teil, dass sie aus jedem Befehl eine umgekehrte Bewegung macht. Im Endeffekt ja. Und das heißt, dieses Teil muss natürlich extrem gut gelagert sein, darf kein Spiel haben, weil wenn da Spiel drin ist, würde das immer ein Todpunkt in meinem Gefühl sein. Aber was ich nämlich jetzt so schon merke ist... Ja, wir haben Kugellager eingebaut. Dass jede Bewegung hier schon... Ist das nicht so ähnlich wie beim Motorrad, die Umkehrschaltung? Im Endeffekt ja. Ja. Du hast einfach eine Umlenkung im Sinne. Also was wir halt eben... Wie ist Armando so hinter dem RS4 so? Ganz nervös mit dem Fuß am Machen. Ja, wir haben es halt hier jetzt umgelenkt. Warum, können wir dir aber gleich zeigen. Ja. Bleibt dann im Endeffekt nicht nur bei dem Shifter. Wieso? Ich habe da mal was vorbereitet. Ach, das
bestimmt die Aufnahme auf dem Getriebe, ja, ja. Ich würde dir halt grundsätzlich, ich empfehle jedem, der irgendwie 02A bauen möchte, ja, das auf 02J Schaltung umzubauen, vom Golf 4 TDI etc., weil du da grundlegend schon erstens kürzere Wege hast und es ist knackiger. Du hast so dazwischen, zwischen 1 und 2 ist das innen drin anders aufgebaut. Hm. Das heißt, du hast besseres Feedback. Ist ja, bei dem ist, Auto, so ist ja bei dem Auto gruselig, Serie. Ja, das ist also muss ich wirklich sagen, es ist echt original, ist das sehr, sehr gruselig. So ein tolles Auto und man hat so viel Hype in diesem RS4B5. Und dann setzt du dich rein und dann machst du an, der Klang ist gut und du packst den Schaltknüppel an und gehst, der sich an sich schon nicht so gut anfühlt, weil so ein bisschen zu dick ist. Ja. Und du gehst so rüber nach links, merkst schon so, und dann gehst du in die 1 und machst das so, wie als ob du so einen Apfel in so einen Pudding reinquetscht. So. Und denkst so, okay, ist das 1? Doch, es ist 1. Und dann gehst du von 1 in die 2, denkst so, oh, könnte 4 sein. Nee, doch, ist 2. Wie bemisst ihr denn zum Beispiel diese Rückstellkraft jetzt? Ich sehe jetzt hier so eine Feder ganz normal zwischen. Genau, das ist einfach Erfahrungssache. Also ist, ich komme ja selber aus der Szene von VAG. Ja, weil das kann man ja auch zu hart machen. Das, ne, kannst du zu hart machen. Die Problematik ist einfach, du hast je nach Getriebe Plastikgleitschuhe auf deinen Schaltgabeln. Und wenn du dann natürlich in einem Gang außer 3 und 4 bist, wo die Schaltgabeln dann in die natürliche Position wieder wollen, durch die Feder, dann verschleißen die halt. Und das ist halt so, weil ich sag mal, auf Zug die ganze Zeit will der eigentlich in die Lineare wieder. Genau. Ne? Mhm. Und du hast halt, ich sag mal, trotzdem Öl drin, aber ist halt ungeil. Es wird halt heiß, ne? Und die sind halt jetzt über Jahre so getestet, dass das auch mit Plastik hält. Im Alltag keine Probleme. Ich habe damit nicht gerechnet, dass das jetzt so ist. Ich habe erst gedacht, dass wir Längen gucken müssen und die und überhaupt und wie das ist ja mega kompliziert. Okay, das ist der Umbau. Da muss ja das Auto dahin und genau. Das ist jetzt der 02J-Schaltturm in dem Sinne. Ja, und da hast du halt separat noch nicht gesehen, muss ich sagen. Genau. Du hast halt bei 02A, den habe ich jetzt nicht dabei, weil er ultra versifft war. Das Teil hier ist im Endeffekt anders. Da greifen Feder. Erklär mal, was da genau ist. Ich habe das. Das sind im Endeffekt, hast du, das ist jetzt hier nicht mehr drin. Hier ist eigentlich ein Kugelelement, was da mit einer Feder vorgespannt wird, was hier einrastet. Ja. Das heißt, du hast hier Leerlauf, also von 1 in die neutrale Gasse, wo du wackeln kannst. Mhm. Ja, und dann hast du 1 und 2 und da rastet das ein. Das ist ja quasi so, dieses Gefühl, wenn du im Stand stehst. Ja. Ne, damit das, wenn du unter Last bist, kriegst du die Gänge ja nicht raus, weil sie einfach vorgelastet sind. Ja, ja. So, und das ist einfach dafür, ja, dass über, du, die, über das Share, ne? Über den Kraft, genau, der dann da gerade herrscht. Und das ist halt im Stand, wenn du stehst, dass der Gang, dass sich das anfühlt, als wäre der drin. Hättest du das nicht, könntest du halt ziehen. Machen, was du willst. Mhm. Und das ist halt jetzt beim 02J schon wesentlich besser. Das ist halt bei den aktuellen quasi genauso. Ich meine, man denkt immer, dass das nur so einzelne Personen machen, aber alles entwickelt sich halt immer weiter und weiter und weiter. Weil so ein Bauteil an sich, das wächst ja über die Jahre, über die Zeit der Autoindustrie. Ja. Und dann sind wieder Menschen, die dazu keine Bindung haben, die einfach einsteigen. Ja, das geht nicht. Weißt du? Und ich finde das so toll, jedes Bauteil wächst. Ja. Mit der Technologie. Dann kam natürlich irgendwann der Doppelkuppler dazwischen und dann haben sich alle gedacht, die daran tüfteln, wie, ihr wollt es nicht mehr haben? Ja, es ist, also ich sag mal, es ist sogar in der Version ab Golf 4, V6 V-Motion oder so, halt die 02M 3-Wellengetriebe, da ist das dann auch schon wieder rückgebaut. Da hast du dieses Kugelelement im Getriebe. Das fühlt sich dann nochmal besser an und es ist wahrscheinlich halt auch wesentlich geringerer Fertigungsaufwand, ne, von dem Teil jetzt hier. Das sieht schon relativ kompliziert aus für das, was es macht. Ja. Und wie es unterschätzt wird und wie Menschen es nicht wahrnehmen und nicht wahrnehmen. Im Endeffekt, wollen. Genau. Was macht ihr denn JB Motoring? Ja, JP Motoring. Fast. Was macht ihr genau? Was macht ihr alles? Ich habe das Ganze irgendwie ins Leben gerufen, weil ich einen Shifter gesucht habe damals für mein 2er VR6 Turbo Projekt. Da gab es am Markt irgendwie nichts, was mich so, sag mal, positiv gestimmt hat, dass ich gesagt habe, da bin ich bereit, Geld für auszugeben. Habe mich dann hingesetzt und habe das komplett selbst entwickelt. Ja, bist du nicht nochmal? Ich werde 28. Wie lange gibt es die Bude jetzt? Seit knapp 5 Jahren jetzt. Dicker! Dann im Maschinenbaustudium, dann angefangen in Teilzeit. Ein Honda-Boy hast du dir auch dazu geholt? Den braucht man immer, ne? Brauchst du immer. Einen brauchst du immer. Einer muss Reis kochen. Ja, geil. Nee, fühlt sich sehr, sehr gut an. Ja, es ist, wie gesagt, also Shifter haben wir angefangen und dann halt alle so Problemchen, wo man gesagt hat, das könnte man besser machen. Dann ist ein Ventildeckel dazugekommen. Halt so Sachen, die es halt so noch nicht so gibt. Ne? Was bietet ihr noch so an? Grundsätzlich sind wir eigentlich für alles zu haben, sage ich mal. Also heißt, irgendwie für den Tuner die Lösung? Genau, im Endeffekt alles, was irgendwie mit Konstruktion und Durchdenken und Fräsen zu tun hat. Ob man das jetzt so in die Kamera sagen sollte, weiß ich nicht. Na, das da siehst du jetzt ganz viele so, ach was. Okay. Melden wir uns mal. Also, dieses Kühlfach. Ja, es ist okay, mittlerweile cool. Ist es also viel mit Philipp Kess halt auch. Ja. Durch die Jungs auch ein bisschen. Du hast den Namen richtig gesagt. Wie soll er denn sonst heißen? Ah, die meisten sagen Philipp Kess.
Kess. Kess. Kess. Kessertyp. Ja, da bist du ja schon an der richtigen Adresse. Ja. Ne? Wir hoffen es. Ja, doch, deswegen, doch. Da haben wir dann das hier quasi auch nochmal komplett ach neu entworfen. So! Ja, das ist dann, du hast hier, hier geht dein Hauptschaltseil dran. Ja, ja. Für vor und zurück. Das weiß ich. Und hier hast du deine Umlenkung für links, rechts. Ja, ja. Das sitzt so drauf, so ein Ding. Genau. Ja, ja. Das sitzt so auf dem Getriebe. Was hab ich? Nee, der ist noch in der Konstruktion. Mhm. Und du bist halt hier einfach durch die Verschraubung an diesen Hebel gebunden. Du kannst natürlich dann auch ein Blechteil machen, was um drei Ecken geht, aber fand ich nicht so geil. Also haben wir das Ding dann einmal komplett mit den Maßen hier verfeinert. Wie erstellst du so ein Teil? Mit einem Messschieber und CAD. Leck mich doch am Arsch. Nee. Aber so wie ich auch. Also ich bin ja auch ganz großer Freund vom Messschieber. Das heißt, so industrieexakt kann es nicht sein. Doch. Schon sehr. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Ja, also ich die sag mal. Die drehen ja voll. Ja, ich weiß. Hab ich schon mal gesehen. Also ich sag mal, klar, die Gusstoleranz, es ist kein Gussteil. Genau. Ne? Aber ich sag mal, das, worauf es ankommt, dass der Simmering zu dem Lager, ja, was hier drin ist, ne? das muss halt auch passen, weil sonst schaltet sich das halt bescheiden. Ne? Bietet auch noch jemand dieses Teil an? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist halt auch jetzt nur für dich. Ne? Ich habe das jetzt noch ach so nicht vorher. Das haben wir jetzt extra dafür, damit wir halt diesen Arm... Vor zwei Tagen gab es die Konstruktion noch nicht. Deswegen hast du auch so Augenringe wie ich. Ja, wahrscheinlich. Du kannst dann hier, also so ist der Plan, so wird es dann auch werden, dass hier an den drei Verschraubungen quasi dieser Arm modular verschraubt wird, damit wir frei sagen können, die Schaltseile kommen schön geschmeidig in dem Winkel an, damit sich das schön anfühlt. Weil hier bist du halt irgendwie gebunden, die Seile irgendwie... Das muss ja dann so von rechts, links in 13 Grad Winkel muss der da drauf treffen. Pi mal Daumen, ja. Damit es sich irgendwie wie Serie anfühlt. Genau. Eloxieren macht ihr? Das lasse ich machen, bei uns ein Ort weiter. Gott sei Dank. Na, das ist, ist ja bei vielen das Problem. Ich kenne viele Betriebe, die sowas machen. Ja. Die haben, wenn du da reinkommst, 100 Teile liegen, nicht auslieferungsfähig für ihn, weil ja. Ich habe dann Eloxal, sehr, ne? Genau, Eloxal. Ja. Ich habe da einen sehr zuverlässigen... Es ist halt auch schwierig, das Teil ist hochfest, also 70-75. Und normalerweise überall liest du, dass es nicht eloxalfähig ist. Und ich finde, das sieht ist okay. Aus. Ja. Das ist okay. Ja, ja, ja. Es hat nicht ganz diesen Schimmer. Genau. Es hat nicht ganz diesen Grad, aber ich glaube, es liegt an der Oberfläche, weil es 70, 75 ist. Genau. Das hat einfach die Oberfläche nicht ganz so... Das frisst sich ein bisschen da rein, aber es ist halt, du hast halt die Eigenschaften von einem hochfesten Aluminium. Ne? Und das, da ich denke, in unserer Szene ist das da besser. Gehst du ein bisschen Optik ein, als dass du ja irgendwie sagst, das Teil ist minderwertiger. Ja. Aber das Auto ist nicht auf Zerstörungsmodus. Ne? Das ist wirklich ein lustig fahren, Spaß, Technik-Konzept. Mhm. Andere Autos sind auf Zerstörungsmodus, aber ja, der jetzt nicht. Noch nicht. Nein. Ich denke mal, an der Schaltung soll es da nicht hapern. Das wird trotzdem genau. Ist Distanz ein Problem für ein Schaltseil? Die direkte Distanz an sich nicht. Würdest du sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich will jetzt einen Schulbus umbauen, auf Supramotor. Mhm. Als Beispiel, ein Schulbus auf Supramotor. Da liegt zum Beispiel ein Getriebe. Nur angenommen. Nur angenommen, nein, war Spaß. Dann könnte ich mit Schaltseilen ein gutes Schaltgefühl hinbekommen über 9 Meter? Jein. Nimm dir einen 6 mm Stab, säg den 1 Meter ab und mach mal den. Mhm. Und dann nimmst du einen 9 Meter langen mit selben Durchmesser und machst mal den. Das wird sich ändern. Aber ich sag mal, das sind Einbußen im Millimeterbereich. Also es, wenn man was so ein Projekt... Schon, das war schon für Probleme sorgen kann. Es kommt dann darauf an, wie scharf die Seile verlegt sind. Wenn du dann natürlich dann irgendwie so einen Radius dann alles ausnutzt, was das Seil verkraften kann, dann fühlt sich das wahrscheinlich Maggi an. Aber Maggi, Gulasch, Maggi, ja, viel Hunger, ne? Okay. Das ist... Wirsing. Auch. Ja. Okay. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt vorgeht, aber ich würde gerne mal gucken, was ihr jetzt genau macht. Ja, wir würden jetzt den Shifter... Wir haben... Der ist ein bisschen massiver als normale Shifter. Du hast normalerweise die Grundplatte aus einem 5 mm starken Aluminium. Mhm. Ist hier jetzt ein bisschen massiver, aber wir haben halt hier diesen Ausschnitt drin. Mhm. Dadurch brauchst du an deiner Karosse nichts bearbeiten, außer da einmal mit einem 8 mm Bohrer durchziehen. Ja, ja, klar. Wir bohren hier nichts an. Und dann würden wir einfach, wir haben uns so ein bisschen Dummy-Kabel mitgenommen, um die Wege mal grob zu messen. Ja, ja. Dann würden wir die Kabel machen oder die Schaltseile machen lassen. Und dann wäre es dann eigentlich nur noch das Reinsetzen der Schaltseile und dann geht's schon los. Ja. Krasse Scheiße. Das war jetzt, das war heftig. Also Philipp hat mir, glaube ich, vor 3 Wochen gesagt hier... Ja, ja, ja. Aber nein. Aber Philipp geht immer so steil. Ich habe gesagt, alles cool, alles chillen, ne? Bloß kein Stress so groß. Und dann ist der... Er sagt, ich kenne einen.
Kriege ich das hin? Da sag ich, ja, okay, cool, können wir ja mal gucken. Dann ist er ja schon, dann, du denkst ja schon, geht schon los. Und ich bin auch so, ja, wer ist denn das überhaupt und so. Und Philipp geht dann schon volles Rohr steil. Da waren die Teile schon am Elixier. Genau. Und das ist halt immer bei ihm. Ne? Grüße gehen raus. Ja, besser so als andersrum. Ist ja ein normaler Haarschiff. Also ich sag mal, es ist ein bisschen Konstruktion gewesen. Und ja, der unten war neu. Ne? Also ich denke mal, der Untertopf habt ihr neu gemacht? Ja, das ist auch. Also es ist normalerweise verschweißt, es ist halt jetzt verschraubt. Falls wir nochmal irgendwie was ändern wollen, weil du sagst... Warum verschweißt? Das ist ja so aufwendiger, ne? Jein, also es ist halt leichter in der Serie, ne? Wenn du eine 5 mm Platte hast, ist es halt ein Frästeil oder es sind generell weniger Bearbeitungsschritte. Das ist dann, ich habe mir eine Form gemacht, wo die gekantet werden. Wie viel Schiff da macht ihr, wenn man das sagen darf, so ungefähr im Jahr? Ich kann dir das nicht genau sagen. Also es hat sehr langsam angefangen. Es gibt halt sehr viel starke Konkurrenz, die zu einem günstigeren Preis anbieten. Günstiger? Ja. Ist das teuer? Ja, ich sag mal, so ein Standard 02M Auftunnelschiff für Golf 2 oder folgende geht so bei 700 los. Mhm. Und es gibt da halt auch günstigere. Ne? Und da ist halt dann die Sache, wie überzeugst du den Kunden, dass der dein Produkt nimmt. Ne? Das ist halt... Ist halt lustig. Danke. Ja, es ist halt auch anders als die anderen. Ne? Es ist kugelgelagert in allen Achsen. Das ist bei vielen Konkurrenzprodukten nicht der Fall. Nee, ist einfach gleich gelagert. Genau, und ja. Ich fand halt irgendwie, wenn du aus dem Maschinenbau kommst, ist das nicht so geil. Ne? Also es funktioniert, aber ein Radlager ist auch nicht gleich gelagert. Ja. Okay. Aber gleich gelagert, es gibt auch Vorteile, wenn Sachen gleich gelagert sind. Auf jeden Fall, klar. Ja, also es ist alles, halt viel einfacher. Alles kugelgelagert zu haben, ist auch nicht immer der beste Weg. Das auf jeden Fall. Aber ich sag mal, hier sind halt die wichtigsten Teile, die irgendwie Funktion haben, sind halt kugelgelagert, weil du kriegst das nicht mehr ein. Okay. Ja, das ist gut, dann halten wir mal drauf. Jawohl. Du hast da ja so einen kleinen hochgekanteten Steg. Mhm. Und dieser Ausschnitt ist halt genau dafür, dass der dann da drauf sitzt. Ja, ja. Das heißt, er hier kommt hier raus und er da. Genau, kommt links raus. Kommt links raus. Und dann muss der ja eigentlich da nur wieder drauf. Genau. Das Problem beim Konstruieren war einfach, dass die Schaltseile von dem Widerlager, wo die festgemacht werden, bis zu dem Anlenkpunkt halt ein gewisses Maß haben und auch brauchen, weil die sich ja auch im Winkel ein bisschen verändern. Mhm. Deshalb mussten wir den L-Hebel halt deutlich größer machen, nach oben versetzen und auch hier das mit diesem machen, um einfach weiter nach vorne zu kommen. Weil wir nicht hier das Schaltseil anbinden können und direkt hier rangehen können. Das Stück wäre zu kurz gewesen. Und wir können das nach hinten ja nicht verlängern, weil der Tunnel hier schon aufhört. Das sieht ja irgendwie ein bisschen deppert aus. Klingt kompliziert. Ehrlich, also ich kann mir schon vorstellen, dass man auch einen Shifter konstruiert, man baut den ein, das scheiß Auto schaltet nicht. Das ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Hm. Und das Problem an der Sache ist halt, das Auto nicht zu sehen. Also ich weiß, wie ein Zweier Golf aussieht, ich habe ja noch auf der Bühne stehen, aber es ist halt, ich weiß nicht, wo sitzt dein Motor. Wir haben uns da mal grob unter das Auto gestellt und geguckt, so, wo könnte er den positioniert haben, ne? Aber... Ja, also hier, das ist so extra so gemacht für den Beifahrer, dass er so sitzen kann und sich einfach immer schön wohlig warm fühlt. Ne? Für den Fahrer extra nicht, ne? Also wir haben Getriebe auf der Seite. Ein bisschen Massage. Genau. Du riechst ja schon wie Movo, das ist auch so Massage. Das ist eine Massage. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, dass wir die Seile mal grob ausmessen. Ich habe halt angenommen, dass wir das Zentrum von deinem Schaltturm nehmen. Dann kann ich das zu Hause nachvollziehen, was dein Getriebe stehen. Ja. Kann dann da entsprechend dein Widerlager für die Seile bauen. Und dann kommen wir im Idealfall in ein paar Tagen wieder mit Seilen. Wo kommt die überhaupt noch her? Aus Eitorf. Das ist bei Bonn. Ah, okay. Ist ein Stück, aber nicht so weit wie bis zum Philipp. Also na, ist hier in, auf jeden Fall. Philipp von hier ist ziemlich genau 200, glaube ich. Ja, die kommen bei uns ziemlich genau dann noch. Wir fahren quasi die Strecke einfach nur weiter, bis dann irgendwann das Pferd auf dem Nummernschild zu sehen ist. Ja. Es geht. Okay, dann habt Spaß und wir beide gucken zu. Ja. Und reden doof. Machen wir. Porn ab. Sagst du, Maus? Könnte klappen. Könnte? Wird klappen. Oh. Aber dann würde ich sagen, gucken wir weiter. Ihr macht jetzt die Seile, denke ich mal. Nicht ja, hier, ne? Seile und wieder. Nee, wir kommen dann, würden nochmal wiederkommen. Okay. Im besten Fall. Ja. Und dann haben wir die Seile und das Widerlager dabei. Okay.
Und dann kannst du hier durchreißen. Nimm mir eine Kiste Bier mit, dass du dich da reinsetzen kannst. Und dann bis dahin sind auch Stühle drin. Ja. So, dann machen wir weiter. Also für die Leute ist jetzt eine Pause. Für euch ist es nur eine Sekunde. Für uns ist es länger. Mhm. Bis gleich. Ciao. Ich habe ja gesagt, bei euch sind es so ein paar Sekunden. Ja, die Jungs waren hier letztes Mal vor... Wann wart ihr letztes Mal hier? Genau vor einem Monat. Genau vor einem Monat? Exakt einen Monat auf den Tag. Wie die Maurer. So, lass mal gucken. Also so, den Teppich noch ein bisschen ausschneiden. Und dann geht das so drauf. Genau. Und der das Ding, was du gemacht hast, macht aus rechts links und aus links rechts. Genau, richtig. Deswegen können wir es einfach umdrehen. Also ist das Teil. So. Hier siehst du es ganz gut. Das ist das Original 02J-Teil, was ich dir halt empfohlen habe, umzubauen. Mhm. Das 02A-Getriebe wird dadurch auch schon knackiger. Und da siehst du halt, dass das hier rechts angelenkt ist. Ja. Und das ist halt jetzt gespiegelt mit dem Teil. Das reicht schon. Das reicht nicht. Also der Shifter grundsätzlich ist auch einmal umgedreht. Du hättest das wahrscheinlich auch anders machen können mit den Seilen dann von hinten einmal drum. Aber ich glaube, das ist dann nicht so geil, wenn die halt... Du hast halt pro Meter, sage ich mal, ein vorgegebenes Spiel, damit du halt einen Liegeradius verwirklichen kannst. Und umso länger das wird, umso größer wird halt auch dein Spiel dann. Okay, das heißt, der kommt weg, der kommt rein. Zeig mal. Und das fräst ihr selbst? Ja, das habe ich komplett nur für dich konstruiert. Du bist einer von eins. Das heißt, wenn aber jetzt nochmal jemand einen Motor hinten will? Dann habe ich eine Lösung dafür. Dann wäre es eine Lösung, die gehen würde. Dann habe ich nur einmal Gehirnschmalz verbrannt und dann kann ich sagen, das funktioniert. Wie lange sitzt du an sowas dran? Das war relativ kompliziert, ne, weil du halt... Ich habe nur einen Messschieber zur Verfügung. Ja, und dementsprechend, ich habe einen 3D-Drucker. Ja. Und damit ist es dann halt schon einfacher. Ich kann halt dann drucken und testen, ob es passt. Ja. Aber grundsätzlich, also ich sag mal, das Teil alleine 3 Tage. Ernsthaft? Ja. Allein dieses Frästeil hier ist halt... Ich habe nur eine 4-Achs-Fräsmaschine. Ich sehe schon, wie der hier. Das ist schon, genau, das ist halt... Soll halt auch schön aussehen, ja, platzmäßig. Ja. Du hättest es auch gerade machen können. Ja, aber dann nicht so... Wäre dann halt nicht so geil. Wobei da auch der Anlasser wirklich... Also das hier ist nicht nur Optik, sondern weil der Anlasser da im Weg ist. Das war dann so ein bisschen das Problem. Wir haben das ja alles anhand Bildern gemacht. Ich habe ein Getriebe zu Hause liegen. Das war schon eine Hausnummer, das dann... Das Teil ist auch von euch? Ja. Aber das ist ein Teil, was ihr in der Masse fertigt? Nee, das habe ich auch nur extra dann für dich. Leck mich doch am Arsch. Ich habe einen guten Lasermann und einen Blechmann bei uns. Also gelasert lang gekannt. Genau. Und dann das Teil, den Bolzen, habe ich vom Original übernommen. Das kannst du einfach abflexen. Aber dann hier halt die Bronzebuchsen gedreht, dass es dann ein bisschen optimierter noch ist, ein bisschen besser gleitet. Ja, ja, ich merke gerade, das ist auch null Spiel, ne? Das heißt, weil die Buchse muss ja wieder in das CNC-Teil rein. Genau, richtig. Aber das geht eigentlich. Das geht. Kann man, wenn du es richtig auslegst, passt das. Dann passt das. Ohne dass es dann, ja. Doof ist nur, wenn es zu klein ist. Dann fällt es mir raus. Gut, also er kommt da drauf. Genau. Und dann kommen die Seile. Kann man auch falsch machen, ne? Also man kann auch, deswegen habe ich es extra dran geschraubt. Also klar, du kannst es vertauschen, ja. Aber das wird zu spätestens beim Gang einlegen merken. Ja. Warum fährt er denn 5-mal rückwärts? Geil. Schaltseil war halt. Hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen mit. Warum? Weil wir ja nur mit den Dummies gemessen haben. Mhm. Und aber es schaut aus, als könnte es passen. Das ja. Eher zu lang machen als zu kurz, ja, genau, aber würde ich immer sagen. Genau, das haben wir auch. Also lieber ein bisschen abschneiden, so gesagt auf Deutsch, aber ja. Als dran schneiden. Aber ich denke mal, das könnte passen. Dann schmissen wir das rein, weil dann könnten wir mit unserem neuen Benzintank, der da ist. Mhm. Ja, das Alos. Ist, das ist die Alos Unterwegs-Version. Eimer. Das ist die Alos Eimer-Variante. Wären wir technisch in der Lage zu fahren? Von meiner Seite aus, ja. Okay. Dann machen wir das jetzt. Los geht's. Also Schaltung ist sehr kurz geworden. Wir gucken einmal rüber. Nicht cool oder gut? Aber viel kürzer geht nicht. Ich find's okay, aber wenn es kürzer wäre, wäre nicht okay, würde ich fast sagen. Ja, ja. Ich glaube, dann willst du langsamer schalten als mit normal. Ja, würde ich auch sagen. Weil du dann zu viel Kraft brauchst. Oder du hast halt Oberarm, wie sonst wäre. Aber es gibt Kunden, die das so wollen, ne? Ja. Zum Thema Schaltweg. Das war's. Ja. Also eins. Ja. Neutral. Er lenkt geil, weil vorne war gar kein Gewicht. Ich hab eben schon auf den Leichter lenkt. Und Ben, was sagst du zu meinem neuen Kfz? Ne? Findest du ganz geil, ne? Bist du neidisch? Ob du neidisch bist, Ben? Nein, anscheinend nicht.
TÜV geht. Easy. Vielleicht gibt es ein, zwei Probleme mit dem Tank. Obwohl er ja fest steht. Ne? Der steht fest. Ja, okay. Also, Auto läuft, Auto fährt. Schaltung ist echt noch schwer, die Gänge zu treffen. Ja, da müssen wir noch einstellen. Ne? Also, es, so wenn du jetzt... Okay, ich sitze jetzt auch auf dem Boden. Ne? Das aber, kommt auch. Aber wenn du so in die 1 so rein willst, dann müssen wir noch ein bisschen einstellen, dass man so ein bisschen besser 1, 2 so trifft. Dann fluppt das. Ja, weil wir müssen ja locker 150 schaffen hier auf dem Boden. Ein Wheelie. Vierte Welle muss, ne? Also. Das muss schon. Ja, und Wheelie, glaube ich, ist drin. Denkst du, ja? Ich glaube doch, ja. Die Kupplung ist komplett tot, die schafft das nicht. Aber ich glaube, wenn der eine gute Kupplung hat, weil guck mal, hier vorne ist nichts. Also, das ist das Auto hier vorne. Ja. Nada. Klar macht der ein Wheelie. Volles Rohr. Und wichtig ist, Gott sei Dank haben wir ABS, ne, Manni? Also. ABS ist wichtig, klar. Sicherheit nicht. Sicherheit geht auf jeden Fall vor bei dem Auto. Nächster Schritt ist, also Schaltung stellen wir noch ein, dass er schön in die Gänge reinkommt. Und dann als nächster Schritt würde ich sagen, also der Basic braucht noch ein bisschen für das Bodykit. Als nächsten Schritt könnten wir, oder sollen wir so mal Lassisee-Zeit fahren? Jetzt ist echt schwierig, was wir als nächstes machen, ne? Wann lackieren wir den? Zu welchem Zeitpunkt? Und die Ummantelung für den Motor, weil du merkst schon, wenn du da drin sitzt, merkst du schon, wenn so ein V6 im Rücken langsam so warm wird und vor allen Dingen ist er noch ohne Wasserkreislauf, das wird schon warm. Und wenn er noch einen Wasserkreislauf hat, dann wird es noch wärmer. Als nächstes würde ich sagen, packen wir den Motor irgendwie ein, ne? Trennwand, ne? Aber ich würde schon machen, eine Trennwand, die so irgendwie geht, ne, so hoch, dass man wie bei dem alten T16 oder wie bei dem alten Renault V6, den es mal gab, dass man irgendwie schon erahnt, dass hier Plan ist, dass da ein Motor drunter ist. Also, dass wir es nicht bis oben zubauen, sondern dass man den Motor schon so sieht. Okay, ja, wir haben noch genug zu grübeln, was wir als nächstes machen. Eine Abgasanlage wäre zum Beispiel auch nicht schlecht. Ja. Ist ein bisschen laut, ne? Bisschen. Weil von innen ist nicht so krass, aber ich glaube, von draußen war heavy, ne? Ist schon lauter, ja. Oder, Manni? Ja. Geht noch was? Geht noch was. Okay, dann machen wir keine Abgasanlage. Tschüss. Es gibt einen kleinen Nachtrag in dem Video, weil wir jetzt doch zusammengebaut haben. Und jetzt können wir fahren. Also hier auf dem Hof hin und her fahren. Wir lassen gerade warm laufen, ja, erste Mal. Kuppel, schaltet, alles? Ja, jetzt ist schon ein Auto. Also wenn, guck mal. Krass. Alter. Gucken, ob Temperatur angezeigt wird. Also jetzt fährt er schon relativ normal. Krass, Armandos Frankenstein-Monster-Baby. Ja. Auch der provisorische Auspuff. Alter, ist das geil. Auch hier unsere Alos Spritzsystemanlage vorne. Das ist jetzt alles provisorisch, nichts bleibt so. Aber ich will jetzt mal gucken, ob die Scheißkarre läuft. Ja. Alter. Schon nicht mal dran. Alter. Kam ein bisschen Gummi raus. Ha? Er hat ein bisschen Gummi gelassen. Ja, so gut. Ja, also so schleifendes Gummi. Ja, dann muss ich freischleifen. Hallo. War so nah, habe ich noch nie in meinem Leben quasi auf Vorer 6 gesessen. Hat sie gedreht? Schau mal ein. Pass auf, VR6 ist geil, ja? Bist du bereit? Jetzt kriegst du VR6 seinen Vater. Das ist geil. Ist das geil? Ja, Mann. Vom Befriedigungsgrad ist es mega. Ist das krass? Boah. Du sitzt ja volles Rohr drauf. Volles Rohr drauf. Das heftigste Auto, was wir gebaut haben. So, ja. Auf jeden Fall fährt, wackelt hat Luft und guck mal, kann auch gut starten. Ist da rausgeflogen? Ist das Gummi? Ja, sag ich ja, das hat er abgeschnitten. Ja? Also, du hast gesagt, schleift sich frei. Hier außen. Ui, guck mal, hier richtig, vom Allerfeinsten. Ah, oh, war das lustig. War die beste Probefahrt ever, glaube ich. In der Kürze. In der Kürze.
Da kommt ja eh alles raus, das ganze Rathaus. Auto fährt. Fährt doch schon super, oder? Fährt mega geil. Jetzt brauchst du ja gar nichts mehr machen. Fährt mega geil. Ich finde sogar, das sieht ziemlich geil aus, so das Auto. Ja, auch mit dem Hängearsch so. Ja, ne? Und ihr wisst noch nicht, was ich weiß, wie das Scheißding aussieht. Also es gibt ja schon die ersten Prototypenteile für die Kotflügel. Und ich sag's euch. Also ich kann ungefähr sagen, das Auto wird von hier so ungefähr so breit hier hinten. Ach du Scheiße. Ja, entspannt, ganz entspannt. Ja, da wird es aber auch mit dem Dreher durchdrehen nicht mehr so einfach werden. Das kann ich schon versprechen, das wird relativ schwer. Okay, fährt, schaltet ganz gut, ist aber sehr kurz die Schaltung. In den Motor reingehört haben wir jetzt auch schon. Ja, Motor, wir waren quasi im Motor ganz kurz drin. Ja. Auf der Probefahrt, läuft gut, fährt schön. Ich fand sogar die Sperrwirkung ganz krass. Gemerkt, wie der gerade so, ja, so leicht schräg kam. Von außen gesehen, ja. Obwohl kein Sperrdifferenzial drin ist. Hatte ich erst Sorge, weil ich glaube, man kann sogar so quer fahren. Quer fahren im Golf 2. Quer. Gucken wir, ob wir das noch hinkriegen. Bevor wir den lackieren. Weil wenn wir den breit machen, wird das... Oder wir können ja nachher auf das breite Bodykit mal Räder drauf machen. Ha! Tschüss. Boah, Alter.